Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, herzlich willkommen zurück zu Life is Strange True Colors. Wir haben gerade der guten Eleanor geholfen und wir müssen jetzt noch, lass mich kurz überlegen, zum Plattenladen zu Steph und mit ihr reden. Wir waren in der Apotheke und wir müssen Mac noch finden, wenn er Mac hieß, ich weiß es leider immer noch nicht. Soweit der Plan. Sie sagte, er kann noch nicht weit sein. Eleanor meinte, Mac wäre hier irgendwo. Aber ich sehe ihn nicht. Vielleicht bei der Brücke? Ich würde gerne zuerst zum Plattenladen gehen. 10 wilder Katzen. Das soll eine Katze sein? Für mich sieht das nicht aus wie eine Katze. Das ist eine Raubkatze. Ein Puma-Baby. Okay. Ja, das ist irgendwie alles nicht so richtig interessant. Wir gucken mal in die SMS. Ah ja, okay. Das ist nur von Steph. Ich habe leider vergessen, wo der Plattenladen war. Versuchen wir es doch mal dort. Steph wollte, dass ich im Plattenladen vorbeischaue, wenn ich Zeit habe. Das tun wir jetzt. Steph wollte, dass ich vorbeikomme. Sie muss hier irgendwo sein. Wer ist das? Auf der Suche nach Trennungssongs, huh? Der arme Kerl. Oh. Es klingt ja, als wäre sie in der Radiostation, ne? Trinkvogel? Immer weiter. Ja, da ist sie. Ich bin froh, dass Gabe sie überredet hat, zu bleiben. Können wir einfach reingehen? Nee, ne? Klopfen können wir. Hey, danke, dass du gekommen bist. Ich habe nur kurz Zeit, aber... Hast du mit Ethan geredet? Die Sache nimmt ihn echt mit. Aber nach unserem Spiel heute Morgen habe ich nachgedacht. Was, wenn Ethan auch so etwas braucht? Etwas, das Spaß macht, das ihn ablenkt. Sowas wie ein Lab. Wie das, zu dem du und Gabe ihn mitnehmen wolltet? Ja, aber zugeschnitten auf ihn und Thaynor. Wie cool. Er wird es lieben. Ja, sehe ich genauso. Aber du musst mir dabei helfen. Es muss ihn so richtig umhauen. Du hast doch einen von Ethans Comics, oder? Und? Was denkst du? Wen würde der berühmte Monsterjäger am allerliebsten bezwingen? Cool, sie zeichnen kann. Gute Frage. Der Sturmbringer oder Cravius? Ich tippe auf den Sturmbringer, um ehrlich zu sein. Ja. Sturmbringer sieht wie ein würdiger Gegner aus. Ich stimme für ihn. Okay. Oh, ich muss jetzt wieder rein. Ich habe alles in meinem Notizbuch. Guck's dir mal an und hilf mir bei der Auswahl. Sehr gerne. Ja, ich schau mal rein. Das klingt gut. Gucken wir direkt mal. Hey Leute, da bin ich wieder. Das war ein Phone Tap mit ihrer neuen Single. Das ist der Comic, das ist der, den wir auch kennen, ne? Gleich geht's hier weiter mit Brandno. Oh. Anscheinend will Steph mehr als nur ein paar Entscheidungen von mir. Sie will, dass ich eine Bardin spiele. Och, warum denn Barde? Ja, na gut. Alex, füll deinen Charakter aus. Die Bardin. Volk Halbelf, Klasse Barde. Fähigkeiten, Verzerrungsfeld oder heilende Serenade? 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 Keine Ahnung. Stufe 1, Trefferpunkte 10. Wie, du hast Thaynor kennengelernt? Nee, wie hast du Thaynor kennengelernt? Okay. Können wir das ausfüllen? Können wir das machen? Ich kann nur das... Ich kann das bin nur ich wohl dabei. Fangen wir mit meinem Namen an. Das Frühlingsfest steht vor der Tür. Alto oder Alexandra? Der Eintritt ist dieses Jahr gratis, also bringt eure Freunde und Familie mit. Oder den oder die Ex. Alto passt doch gut zu einer Bardin. Finde ich auch.
Jetzt zu meiner Fähigkeit. Verzerrungsfeld klingt cool, aber heilende Serenade könnte am Ende nützlicher sein. Oh, schwierige Frage. Heilen ist natürlich immer gut. Jetzt wäre es interessant zu wissen, was die anderen für Charaktere haben. Verzerrungsfeld klingt halt schon geil. Ich glaube, wir machen trotzdem einen auf Heiler. Heilende Serenade, ganz klar. Wie habe ich Fëanor kennengelernt? Heldenhafte Geschichte oder lustige Geschichte? Wir sind ein Bade, das muss eine lustige Geschichte sein. Gingen ein Wolf und ein Oger in eine Bar. Oh Gott. Oh Mann. Nicht auf die Art lustig. Dieses LARP-Ding könnte wirklich funktionieren. Okay, das haben wir also erledigt. Das ist das Comic, was wir kennen, oder? Nee, ist es nicht. Es ist ein anderes Comic. Es wird Zeit, einem alten Freund einen Besuch abzustatten. Oder sollte ich sagen, einem alten Feind. Du hast hier nichts zu suchen, Monsterjäger. Ich gehe nicht, bis ich Antworten habe. Du wirst überhaupt nicht gehen. Das werden wir noch sehen. Nein! Wo ist das Himmelsschwert? Na gut, ich sag's dir. Das Schwert wurde zuletzt in der Stadt Karneris gesehen. Karneris? Aber sie wird von Wehrspinnen heimgesucht. Alle, die nach dem Schwert suchen, verlieren etwas, das ihnen am Herzen liegt. Aber es ist mir vorherbestimmt, das Land mit diesem Himmelsschwert zu retten. Gut, dass du dich nicht allein auf die Reise begibst. Erwin. Okay. Ist das einfach nur ein anderer Teil von dem Comic oder ist das quasi eine andere Episode? So, bei Steph waren wir jetzt. Dann gehen wir jetzt, Mac suchen. Eleanor meinte, Mac wäre hier irgendwo. Aber ich sehe ihn nicht. Vielleicht bei der Brücke? Gucken wir doch gleich mal. Ich weiß nicht, ob das Richtung Brücke ist, aber wir werden es herausfinden. Mann, diese Nachtschichten machen einen echt fertig. Ja, mein Schlafrhythmus ist... Das sieht doch... Oh nee, ist ein Dock, ne? Die Brücke ist auf der ganz anderen Seite, oder? Na, Glückwunsch. Yep. Die andere Seite ist es. Wie läuft es mit deiner Ranch? Hast du dir schon einen Hühnerstall geladen? Neue SMS bekommen. Vielen Dank, dass du heute Zeit mit mir verbracht hast, Alex. Du bist ein Engel. Es war mir eine Freude. Freut mich, dass ich helfen konnte. Geht es Ihnen jetzt besser? Ja, sehr sogar. Danke. Oh. Geleistet. Sehr gut. Wir sind auch bei der Brücke angekommen. Müssen wir nur gucken, ob Mac sich irgendwo hier rumtreibt. Da. Mac? Alex, lass uns jetzt bitte nicht. Ich will, dass du mir erklärst, was mit Gabe geschehen ist. Es tut mir leid, dass er tot ist. Und ich weiß es zu schätzen, dass du mich bei Riley nicht verraten hast, aber ich kann nicht mit dir reden. Was ist das denn für eine Aussage? Ich versteh's. Er starb während deiner Schicht und du schiebst Panik. Aber du musst auspacken. Bitte. Ich hab dir nichts zu erzählen. Mac, komm schon. Er war mein großer Bruder. Ich kann nicht. Er hat vor irgendetwas Angst. Wenn ich es schaffe, das zu nutzen, komme ich vielleicht an die Wahrheit. Ich muss irgendetwas finden, das ihn so richtig provoziert. Aber wenn er so Angst hat zu reden, ist dann nicht eigentlich völlig klar, was Sache ist? Ich meine, ansonsten würde er doch reden, wenn er keine Schuld tragen würde. Naja, wir versuchen es einfach nochmal. Ein Arzt hat mir mal Meditation verschrieben. Ich bin bloß immer wieder eingeschlafen. Die Vorteile der Meditation. Besseres Chakra-Gleichgewicht, gesündere Aura, verringerter Blutdruck, besserer Schlaf, geführte Meditation um 7 Uhr
und 19 Uhr montags bis freitags. $8. Mal, wenn ich mit das wollte ich auch immer mal ausprobieren. Habe ich bisher aber noch nicht. Was können wir tun? Mir geht diese Angelegenheit vielleicht zu nahe, um unvoreingenommen zu sein. Aber scheiß drauf. Hinweis zur Abstimmung des Stadtrates von Haven Springs. Am 26. Mai wird eine offizielle Stadtratsversammlung stattfinden, um eine Maßnahme zu bestimmen. Diese Maßnahme beantragt den Verkauf von Grundstücken über nicht mehr als 20 Morgen an die Typhoon-Gesellschaft zur Eröffnung eines Tagebaus. Sowohl der Erlös durch den Verkauf als auch nachfolgende Grundstücksteuern fließen in das Budget von Haven Springs und werden gemäß des Standardvorgangs aufgeteilt werden. Weitere Informationen gibt es im Rathaus. Bitte sprechen Sie mit einem Stadtrat, falls Sie weitere Fragen haben sollten. Okay. Das ist nur das Festival. Ja. Das ist guter Rat teuer, ne? Ich weiß es nicht. Lecker. Ich versuche doch nochmal einfach mit ihm zu reden. Oder kann ich im Blumenladen vielleicht was bewirken, weil er da ja aushilft? Vielleicht gibt es da ja noch irgendwas. Ich bin jetzt ein bisschen rumgelaufen und ich habe soeben Ethan gefunden. Und ja, wir gucken mal. Hey, Ethan. Hey, Alex. Möchtest du reden? Willst du darüber reden? Alles gut! Okay, gut geht es ihm nicht. Okay, weiter reden können wir mit ihm wahrscheinlich nicht. Ich bin für dich da, wann immer du mich brauchst. Okay, schade. Ich dachte, das wär's vielleicht. Ich glaube nicht, dass die Stadt Teil einer heidnischen Sekte ist. Aber echt schade, dass ich nicht einfach vor allem weglaufen kann. Ja. Gut, dann suche ich nochmal ein bisschen weiter. Okay, ich habe jetzt was gefunden. Mal gucken. Aufnahme läuft wieder. Hier steckt eine Notiz im Billardtisch. Nicht schlecht, Ducky. Billardsiege. Schade. Ducky 8, alle anderen 1. Ah, Mist. Ich dachte, das wäre vielleicht was Mac verloren hat oder sowas. Diese Stadt hat ein gutes Gedächtnis. Es ist schön zu wissen, dass Gabe nicht vergessen wird. Amelia Rosum Goldstein, 1889 bis 1921. Hier betrieb Amelia Goldstein 9 Jahre lang ein Gasthaus, das für seinen wundervollen Dachgarten bekannt war. Sie starb im Alter von 32 Jahren an der Grippe. Obwohl sie kurz vor ihrem Tod heiratete, ist die Identität ihres Ehemannes weiterhin ein Rätsel. Jagdmesser, Wand der Soße. Die könnten wir spielen, das will ich jetzt aber nicht. Okay, wir haben hier noch die Gedenktafel. Der sollen wir auch noch was hinzufügen. Da müssen wir gleich mal nach oben für gehen. Das hatte sie vorhin gesagt, das habe ich jetzt nicht mit aufgenommen. So ein Regenschirm, das bringt uns aber alles nicht weiter. Ich gehe erstmal nach oben und gucke, ob wir der Gedenktafel was hinzufügen können. Und dann überlegen wir weiter, womit wir Mac aus der Reserve locken. Ob ich hier oben etwas finde, das ich zu Gabes Gedenktafel hinzufügen kann? Sicherheit. Es wäre echt toll gewesen, Gabe im Powder fahren zu sehen. Oder wie auch immer Snowboarder es nennen. Kann ich nicht die Flasche mitnehmen? Das ist die Platte. Hier Spielcomic. Er hatte doch irgendwo hier die Trophäe. Die kann ich nicht nehmen. Gabe hat Steph wirklich viel bedeutet. Gut, dann nehmen wir gleich. Ich dachte gerade, da wäre noch irgendwas gewesen. Dann nehmen wir das Album hier mit. Das ist perfekt für seine Gedenktafel. Okay. Ich denke, hier werden wir nichts für Mac finden. Weil, warum sollten wir hier was für Mac finden?
Dann können wir eigentlich direkt wieder runtergehen. So ein Foto. Ich habe Barkeeper Gabe nie in Aktion gesehen. Ah. Doch er hat mir keine leichte Das hatten wir schon. Ich bin froh, was für Gabes Tisch gefunden zu haben. So, legen wir das mal ab. Hier noch ein Glas. Gabe hätte es gefallen, dass es auf seiner Trauerfeier Bier gab. So, jetzt ist trotzdem die Frage. Wie locken wir ihn aus der Reserve? Ich denke, Gabe hatte mehr Spaß an seinem Job als alle anderen. Wie oft hat Ducky die John Denver Pokergeschichte erzählt? Jukebox. Und da sind wir auch schon wieder fröhlich am Nachvertonen, weil es so schön ist und so viel Spaß macht. Ich habe herausgefunden, dass wir die Gefühle anderer Menschen lesen können. Alex, Ryan, jetzt sogar Riley. Scheiße! Selbst Riley? Ist etwas mit ihr passiert? Also das wussten wir vorher auch schon, aber ich habe nicht gecheckt, dass ich dafür erst weiter drücken muss. Alle haben es auf mich abgesehen. Alex, Ryan, gut. Jetzt sogar Riley. Scheiße! Dann müssen wir jetzt mal gucken, wenn selbst Riley auf ihn sauer ist. Vielleicht hilft es, wenn wir zu Riley gehen und mal mit ihr sprechen. Allerdings weiß ich nicht mehr, wo Riley arbeitet. Ich habe keine Ahnung mehr. Deswegen werde ich hier ein bisschen fröhlich durch die Stadt laufen und vor mich hinsuchen. Ich habe erst gedacht, sie arbeitet in der Apotheke. Aber da arbeitet Charlotte. Das ist nicht Riley, die dort arbeitet. Ich glaube, in diesem Moment ist es mir eingefallen. So. Ihre Gedanken können wir tatsächlich auch lesen, wie wir gleich feststellen werden. Sie meint, es sei kein Verrat. Mir wird dabei trotzdem schlecht. Total. Aber... Ich finde es aber schön, dass sie sich da Gedanken drum macht. Aber sie sollte auf jeden Fall auf ihren Sohn achten. Also das Geld für ihren Sohn investieren, für Ethan. Ich muss irgendetwas finden, das ihn so richtig provoziert. Nichtsdestotrotz bleibt jetzt aber die Frage, wo wir Riley finden können. Und wir müssten ja eigentlich von so ziemlich allen die Gedanken lesen können. Dementsprechend werden wir uns jetzt einfach mal ein bisschen umschauen. Da laufen ja auch viele Leute rum. Und die Gedanken von Ethan können wir jetzt bestimmt auch lesen. Als Ethan noch kleiner war, habe ich ab Deswegen und zu auf ihn aufgepasst. Deswegen laufen wir jetzt direkt zum Fluss. Oh, Verzeihung. Und schnappen uns Ethan. Schon gut. Weil der hat uns bestimmt einiges mitzuteilen. Und wenn er es nicht freiwillig tut, dann eben unfreiwillig. Auch wenn das ein bisschen anmaßend ist, um ganz ehrlich zu sein. Hört endlich alle auf, mir zu sagen, dass es okay ist. Das ist es nicht. Fuck. Gabe zu verlieren ist schwer genug, wenn man angeblich erwachsen ist wie ich. Aber für Ethan... Tut mir voll ich leid. Ich bin für dich da, wann immer du mich brauchst. Ich stelle mir das super, super schwer vor. Halt auch so, wenn dann wirklich in der Stadt bist und jeder kommt auf dich zu und sagt, ah ja, es tut mir leid, alles wird gut und so. Wird es in dem Moment halt einfach nicht. Es ist halt einfach so. Ich glaube, ich bin gerade auf dem Weg zurück in die Apotheke, um mit Charlotte zu sprechen. Ja, es sieht danach aus. Es ist ein Weilchen her, dass ich gespielt habe. Aber wir können hier jetzt erstmal noch Gedanken lesen. Ein Wort über den Unfall? Woher hätte ich das wissen sollen? Scheiße, jetzt bin ich bei Diane unten durch. Danke, Diane. Ich hatte mir so ein bisschen erhofft, dadurch, dass das ein Bergarbeiter ist, dass der uns ein bisschen mehr mitteilen kann. Aber wer weiß, ob der da auch Schicht gehabt hat oder ob sie immer nur eine Person da in der Schicht haben. Das wäre dann ja nur Mac gewesen. Warum werden wegen eines Unfalls alle Wege gesperrt? Dieser Urlaub ist ein Reinfall. Ja. Wir alle haben hier zu kämpfen. Empathie ist für die auch ein komplettes Fremdwort, ne?
So, dann reden wir mal mit Charlotte. Hey. Ich habe Ethan gerade gesehen. Er ist ein aufgeweckter Junge. Er weiß, wie sehr du leidest, auch wenn du versuchst, es zu verbergen. Anstatt zu versuchen, stark für ihn zu sein, wäre es vielleicht das Beste, wenn du ihm zeigen würdest, dass es okay ist, zu trauern. Das ist wirklich hilfreich, Alex. Danke. Ist halt wirklich so. Jeder verarbeitet das irgendwie anders, ne? So das Ding. Er wird ja nachher sagen, dass er uns das nicht gesagt hat, wenn sie ihn fragen sollte. Wie erklären wir denn das dann? Ich muss irgendetwas finden, das ihn so richtig provoziert. Ja, dann brauchen wir jetzt immer noch was, was Mac so richtig provoziert. Und ich habe keine Ahnung was. Aha, das war aufschlussreich. Oh, das ist doch seine Schwester. Das arme Ding. Ach, dieses Mitleid nervt langsam. Ich kann's verstehen. Manche Gedanken will man dann halt irgendwie doch nicht hören, ne? Man hat ja selber auch schon genug zu tun. Aber wir können tatsächlich nicht von allen die Gedanken lesen. Nur von bestimmten Leuten. Wir verlieren unser Geschäft. Aber das scheint ihn nicht zu kümmern. Sie muss sich so alleine fühlen. Ich darf mir auf keinen Fall was anmerken lassen. Angela liebt doch unseren Laden so sehr. Er muss echt fertig sein. Hoffentlich kriegen sie es wieder hin. Das ist so eine typische Situation, wo man aneinander vorbeiredet, ne? Wenn man einfach offen miteinander reden würde, kann solche Dinge ausgeschlossen werden. Den können wir uns nicht, können wir nicht interagieren. Tja. Jetzt die Frage, wo gucken wir noch? Wo finden wir noch Informationen, mit denen wir Mac aus der Reserve locken können? Hoffentlich sind die Kunden hier netter als in Denver. Ich war noch nie in Denver, aber ich verspreche, die Leute hier sind nett. Gabe war noch so jung. Einfach zu jung. Hey, Pike. Hey! Wie geht's dir so? Naja, ging schon besser, ne? Mir ging schon besser. Ja, stimmt. Dumme Frage. Hey, ich will, dass du weißt, dass ich es ernst gemeint habe. Gabe war was Besonderes. Er konnte mich selbst an schlimmen Tagen noch zum Lachen bringen. Ja, das habe ich schon von so vielen gehört. Und, wenn du bereit bist, brauche ich noch deine Aussage für die Ermittlung. Ja, werden wir bald machen. Ich komme gern bald vorbei. Ja. Ja. Kein Stress. Ich möchte Mac jetzt halt noch nicht so in die Pfanne hauen, solange wir nicht genau wissen, was passiert ist. Ich fühle mich so hilflos. Ich kann einfach nichts für Ethan tun. Das kenne ich. So, wir sind jetzt hier nochmal im Plattenladen. Wir können mit dem Typen hier nämlich noch... Wie konnte Chrissy mich verlassen? Nach allem, was wir durchgemacht haben. Trennungsmusik ist schwer zu toppen. Aber vielleicht finde ich hier etwas, um ihn aufzumuntern. Genau, und dem widmen wir uns jetzt. Wir suchen jetzt was, womit wir ihn aufmuntern können. Ich hoffe, dass wir wirklich was finden können. Dass er wirklich diese Platte bestellt hat? Oh Mann. Bald finden Thanos Abenteuer im echten Leben statt. Nicht, dass das nur so eine Floskel gewesen ist, weißt du? Anschlagbrett? Moment, Chrissy? Sie ist ein Hund? Können wir das irgendwie mitnehmen? Red Rock Sommerkonzerte, Brüder Ramirez. Ramirez, Waschbärenbeseitigung. Haben sich diese maskierten Viecher in ihrem Heim breit gemacht? Rufen Sie die Brüder Ramirez an. Wir vertreiben sie. Hund gefunden. Golden Retriever. Auf der Marke steht Chrissy. Glaubt, sie sei klein genug, um ein Schoßhund zu sein. Bitte ruf an, bevor meine Familie sich verliebt. Okay, dann haben wir noch einen Flohmarkt. Können wir den Zettel jetzt irgendwie mitnehmen? Können wir ihm das zeigen? Nee, können wir nicht.
Sure. Vielleicht können wir einfach mit ihm reden? Was liegt hier noch? Das Comic? Ah ja. Hey, du suchst doch nach deinem vermissten Hund, oder? Ich glaube, er ist in Todds Baumarkt. Ernsthaft? Oh, vielen Dank. Ich rufe da sofort an. Hi, ich rufe wegen des Hundes an. Chrissy. Ich hoffe, dass es auch seiner ist. Geht's ihr gut? Oh, Gott sei Dank. Ist sie bei Ihnen? Ah, toll. Ja, haben Sie vielen, vielen Dank. Kann ich Sie gleich abholen? Kein Stress. Alles gut. Ich warte. Okay, das scheint wirklich sein Hund gewesen zu sein. Sehr schön. Danke nochmal. Chrissy und ich schulden dir was. Kein Ding. Aber wenn ich meinen Hund suche, dann gucke ich doch eigentlich auf allen Anschlagbrettern und überall. Ich wollte, dass ich wieder anfange zu spielen. Vielleicht mache ich das. Privatwirtschaftliche Förderinteressen stellen ihren Gewinn über die Gesundheit ihrer Familie. Was denn das ist, ist, was diese Stadt braucht. Mehr Bergbau. Die ganzen Flyer hatten wir alle schon. Hier ist noch die Katze. Well, lass uns doch einfach Freunde sein. Ich glaube, da hat sie keinen Bock drauf. Ich denke aber, dass wir hier jetzt einen kleinen Cut setzen. Ich werde in der nächsten Folge nochmal weitersuchen, natürlich. Und wir werden rausfinden, womit wir ihn triggern können. Wir werden die Wahrheit rausfinden, auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall sehr fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr dieses Video seht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.